Marilyn Shape. Hier zeige ich euch, wie ich eine Marilyn Shape arbeite. Ich habe den Naturnagel vorbereitet, wie immer. Es gibt auch für die Vorbereitung der Naturnägel ein gesondertes Video, da könnt ihr euch das ganz genau anschauen. Dann wird die Schablone angepasst. Bei der Marilyn Shape setze ich die Schablone an wie ein Square. Allerdings wird die Form ein bisschen konischer gearbeitet. Also ein normaler Square hat ja seine Seitenlinie gerade aus dem Nagelfalz heraus und die Marilyn Shape ist ein bisschen konischer. Das heißt, die Seitenlinien, die aus dem Nagelbett rechts und links herausgehen, sind nicht gerade, sondern laufen ein bisschen aufeinander zu. Das ist eigentlich so das Geheimnis der Marilyn Shape. Ich arbeite natürlich wie immer, wenn ich nur Formen zeige, eine Pink and White, und ich arbeite grundsätzlich das Gentle Pink immer in einer dünnen Schicht vorne auf den Naturnagel. Ich könnte natürlich auch das Cover gemeinsam mit dem Gentle Pink arbeiten. Das kann eigentlich jeder machen, wie er gerne möchte. Und im Moment habe ich halt die Phase, dass ich erst das Gentle Pink auftrage und dann das Sweet Pink. Also hier arbeite ich das Sweet Pink. Man kann es eigentlich von der Farbe her schön erkennen. Das ist übrigens eine ganz tolle Coverfarbe, die sich irgendwie jedem Hauttyp anpasst. Das ist total schön. Das Nagelbettbällchen wird abgesetzt und okay, ich weiß nicht, ob es alle sehen, aber ich kann sehen, dass ich dieses Video gedreht habe, als es sehr heiß war, weil ich normalerweise etwas trockener arbeite. Aber das Bällchen ist flüssiger, als ich es sonst verarbeite. Und da gehe ich auf jeden Fall davon aus, beziehungsweise ich weiß, dass es an dem Tag ziemlich heiß war. Und dann muss ich ein bisschen flüssiger arbeiten, weil ich die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit mit einberechnen muss in meine Modellage, sonst trocknet mir mein Bällchen quasi am Pinsel schon weg. Wenn es kühler ist im Raum oder im Winter, dann kann ich wesentlich trockener arbeiten. Natürlich nicht zu trocken, dass ich Bläschen habe, aber dann kann ich trockener arbeiten, weil ich sonst ewig lange brauche zum Aushärten. Ja, und ich habe halt erst das Bällchen nach oben hin zum Nagelwall schön verstrichen und dann gehe ich erst runter in die Smileline und ganz zum Schluss, wenn das Material fast so hart ist, dass ich es gar nicht mehr bewegen kann, dann gehe ich an die Smileline. Vorher nicht. Dann setze ich das zweite Bällchen für den Apex. Auch wieder ein Zeichen, dass es sehr warm ist, weil bei einem Nagelbett, was ich nicht so extrem lang arbeite, nehme ich normalerweise ein Bällchen und da ich hier zwei Bällchen genommen habe, muss ich mich an die Raumtemperatur bzw. an die Temperatur, die an dem Tag herrscht, muss ich mich dran oder dies muss ich halt drin mit einarbeiten. So, jetzt setze ich ein weißes Bällchen mit Bright White und dieses Bällchen wird gearbeitet Also ich setze quasi das Material an die Smileline ab, trage es auch oder schiebe es auch nach rechts und nach links ein bisschen hoch und fange dann an, von unten wie eine Wurst es nach oben an die Smileline ranzudrücken. Bei dieser Methode arbeite ich die Flügel noch nicht komplett aus, weil ich einfach viel zu viel Zeit dafür verwenden würde. Man sieht schön, dass ich das jetzt richtig dick nach oben drücke. Zwar schon in die Flügel, aber halt nicht direkt in die Endspitze, weil ich mich eigentlich vorne um die Spitze kümmere. Ich drücke weiter hoch als die Zunge des Nagelbettes und erst dann, wenn ich komplett alles abgelegt habe, lackiere ich mit dem Druck des Körpers von dem Pinsel das ganze Material wieder runter und habe es somit gleichmäßig.
Es ist eine sehr schöne, schnelle Methode fürs Studio und vor allen Dingen, wenn es sehr warm ist. Durch das Unterlackieren wird das ganze Material wieder schön glatt und gleichmäßig und dann arbeite ich mit der Spitze vorne das freie Nagelende wieder ein kleines bisschen nach oben. Und erst wenn ich die Spitze komplett zu Ende gearbeitet habe, dann setze ich die Flügel nach, aber ich muss, ja, ich sage eigentlich meinen Schülern immer, ihr müsst rechts und links gleichzeitig arbeiten, weil das Material ja gleichmäßig trocknen muss. Ich setze erst den linken Flügel an. Und dann den rechten Flügel. So, wenn das Material so weit angehärtet ist, dass ich es anfassen kann, dass ich es drücken kann und dass die Schablone sich langsam löst, dann drücke ich mit den Daumennägeln erst ein bisschen die Seitenlinien runter, dann nehme ich die Pinch-Zange. Alle Produkte, die ich übrigens hier verwende, werde ich hinterher in der Infobox nochmal ganz genau aufschreiben, damit ihr auch genau wisst, was ihr im Shop suchen müsst, wenn ihr wollt. Und dann wird die Seitenlinie mit einer oder beziehungsweise die Verlängerung des Nagels mit einer bearbeiteten Pinch-Klemme. Also ich bearbeite diese Pinch-Klemmen selbst mit Acryl, macht, dass sie vorne ein bisschen konischer sind und drücke mir die Form fest. Wenn das Material komplett ausgehärtet ist, beginne ich mit meiner Befeilung. Und wie immer fange ich mit dem Pfeilschritt 1 an, das sind die Seitenlinien rechts und links. Da ich ja einen konischen Nagel haben möchte für die Marilyn Shape, muss ich natürlich die Pfeile auch ein bisschen konisch halten. Also nicht gerade zum Knochen, also gerade zur Mittellinie, parallel zur Mittellinie, sondern ein bisschen quasi zur Flucht nach vorne. Dann Pfeilschritt 2, eine genaue, ganz detaillierte Beschreibung meiner Pfeilschritte findet ihr in einem gesonderten Video. Da braucht ihr einfach nur bei meinem Namen schauen und da gibt es ein Pfeilvideo, wo ihr ganz explizit alle Pfeilschritte nochmal sehen könnt. Das ist der Pfeilschritt 3, der ist für die Länge. Der Marilyn Shape ist eigentlich sehr gerade und jetzt kann man schön den Tunnel sehen, den der Nagel hat. Dann kommt Pfeilschritt 4. Das ist die linke Seite auf dem Nagel im Konvex. Konvex ist immer der Blick von vorne über den oberen Rand über der Hairline. Das Konvex geht eigentlich immer bis zum Apex und dieser Bereich sollte immer möglichst gerade gefeilt sein, ohne Bögen. Pfeilschritt 4 wird immer quasi den Berg hoch zur Mitte hin gefeilt mit Hin- und Herbewegungen, die rechte Seite genauso. Und jetzt kann man eigentlich schön sehen, dass der Pfeilschritt 4 und 6, das ist quer die Mitte, vom Apex bis vorne zum freien Nagelende, dass die Pfeile genau auf dieser Linie liegt, die vom Apex direkt nach vorne führt. Pfeilschritt 5 ist der obere Rand, immer von der Mitte nach außen, in einer Richtung und dann mit kleinen schraffierenden Bewegungen. Rechte Seite genauso.
Und dieselben Pfeilschritte arbeite ich dann nochmal mit dem 100er Buffer. Bei Acryl nutze ich natürlich immer die 100er Seite, damit mir die Versiegelung nicht runterrutscht. Also wenn manche mal Probleme von euch haben, dass die Versiegelung nicht hält auf dem Acrylnagel, dann habt ihr wahrscheinlich zu fein gebuffert. Gründlich entstauben und mit Unisealer versiegeln. Dazu nutze ich unseren Lackierpinsel, den langen. Ich habe extra einen Pinsel nur für Versiegelung, weil ich den so liebe dafür. Komplett gut einpacken die Seiten. Ummanteln. Rechte Seite gut einpacken. Das war jetzt die Kontaktschicht. Jetzt nehme ich noch mal halb satt etwas auf. Und gehe nochmal direkt oben vom Rand über die gesamte Fläche, ohne Nasen einzuarbeiten. Wenn ihr zwischendurch nochmal so auf den Nagel tupft, dann habt ihr ganz schnell Nasen drin. Also immer von ganz oben nochmal runterziehen bis zur Verlängerung. Ecken kontrollieren. Pingelkopf Sylvia hat noch was gefunden. So, das Ganze 30 Sekunden in LED, 2 Minuten in UV aushärten und mit Cleaner abwischen. Okay, ich bin jetzt so ein bisschen aus dem Bild gerutscht, habe ich nicht aufgepasst. Und dann wird der ganze Nagel und der Finger nochmal schön eingeölt und der Nagel wieder vom Öl befreit, damit er schön glänzt. Also mal aufpolieren. Ich danke euch fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nacharbeiten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!